Heute geht es darum, welche Montage, wie die Montage aussieht zum Störangeln, zum Welsangeln. Wie muss es genau aussehen? Und ihr seht, ich habe nicht viel dabei. So geht's los. Also, wie wird eine Montage zum Störangeln aufgebaut? Ihr wisst, ihr braucht ein bisschen stärkeres Material, was die Rute, Rolle und Schnur angeht. Wie sieht die Montage im Konkreten auf? Also, ich baue jetzt einfach mal auf, weil ich starte jetzt ja im Grunde genommen auch. Die Mittagszeit, Nachmittagszeit ist jetzt optimal fürs Störangeln, die Forellen laufen nicht mehr. Jetzt ist die Zeit der Störer angekommen. Also, nehmen die Hauptschnur und als erstes holen wir mal, brauchen wir Schnurstopper. Ich fische ganz gerne mit einer Laufpose, weil wir so gut auf Tiefe kommen. Das heißt, ihr besorgt jetzt als allererstes mal hier ganz normale Schnurstopper in der passenden Größe. Ich habe hier ein paar unterschiedliche Modelle mit bei, die passen hier wunderbar für auf die geflochtene Schnur. Und diese Schnurstopper, beziehungsweise Gummistopper sind das ja hier, ja, die zieht ihr einfach so hier auf die Hauptschnur, ganz easy. Zieht den dann hier runter, zack, dann ist der hier auf der Hauptschnur. Und das Schöne ist jetzt, wie gesagt, hierüber, zack, können wir die Tiefe einstellen. Lässt sich nur schwer auf der Schnur verschieben, darum geht es ja. Jetzt holen wir uns eine kleine Plastikperle, keine Gummiperle, sondern eine Plastikperle, ganz wichtig. Einfach nochmal, hier habe ich so meine Gummi- und Plastikperlen, damit die Pose mit der Öse nachher nicht über diesen Gummistopper drüber rutscht. Daher hier eine ganz einfache Plastikperle drauf gemacht. Zack. So sieht das aus bisher. Jetzt kommt die Pose. Das geht ganz easy, ganz simpel und schnell, diese Montage, aber hocheffektiv. Viele Leute angeln mit einer Grundmontage, finde ich viel zu unsensibel. Ich möchte gerne wissen, was der Stör nach dem Anhieb bzw. nach dem Anbiss macht, weil so verwertet man viel, viel mehr Anhiebe. Deswegen werdet ihr gleich sehen, warum ich diese Montage verwende. Idealerweise schlanke Posen, so wie die hier. Wie gesagt, ich habe es eben gesagt, 2 bis 5 Gramm. Sowas hier geht auch. Aber ich fische jetzt mal hier ein etwas längeres Modell. Dann sieht man den Biss nachher auch schöner. 3 Gramm finde ich jetzt optimal hier für das Gewässer, für die Rute. Und das ist eine Laufpose. Die kommt jetzt einfach hier drauf. So. Jetzt haben wir das schon mal. Was brauchen wir jetzt? Jetzt müssen wir einen Wirbel dran machen. Wirbel, packen wir wieder hier unser Döschen aus. Dann nehmen wir etwas stabileres, einen ganz normalen Karabinerwirbel, wie man die so kennt. Eine Tragkraft so 9 bis 12 Kilogramm idealerweise. Das muss halt wieder passend zur Hauptschnur sein, wie es immer so ist. Das Gerät muss zueinander passen, aufeinander abgestimmt sein. Und wie gesagt, ihr könnt gerne auch mal in so einem Forellen sehen. Die meisten Anlagen, auch hier, sind die Störe, haben eine Größe zwischen 80 cm und 2 Meter. Und deswegen ein bisschen was stärkeres Gerät. Also, ganz normalen Clinchknoten. Ich zeige hier nochmal ganz schnell. Wir führen die Schnur hier so durch die Öse vom Wirbel. Dann halte ich das hier fest, führe hier 5 bis 6 Mal die Schnur, das Ende um die Hauptschnur drum. Zack. 4, 5 und 6. Das waren jetzt ein paar mehr Wicklungen. Dann gehe ich hier mit dem Ende wieder hier unten durch, weil hier ist noch eine kleine Öse, wenn ihr das hier seht. Seht ihr das? Da gehen wir jetzt wieder durch. So. Mit einer geflochtenen Schnur ist es manchmal ein bisschen Friemelsarbeit. So, aber seht ihr, wir sind jetzt wieder hier durch. Dann packe ich mir die Schnur und gehe dann hier durch diese neue Öse, die sich hier dadurch gebildet habe, nochmal durch. Und das ist der Clinchknoten, das ist eigentlich nicht Standardknoten, den sollte jeder drauf haben. So, zieht das ganz fest, mach ein bisschen Spucke und schneiden jetzt hier. Auch immer eine gute Schere dabei haben, das erleichtert das Ganze. Und dann schneiden wir hier so einen Zentimeter ab. Nie ganz abschneiden. Warum? Weil im Drill kann sich das Ganze immer noch mal nachziehen. Deswegen immer hier so einen halben Zentimeter bis Zentimeter lassen. Idealerweise habt ihr dann auch noch ein Feuerzeug mit. Warum? Gerade bei geflochtener Schnure, wie ich das jetzt hier mache, da kann sich die Schnur sonst aufdrallen, weil sie, wie gesagt, geflochten ist. Deswegen ganz vorsichtig hier mit dem Feuerzeug
nochmal das Ganze, die Spitze abflemmen, dann kann sich das nicht auffranseln. Auch so ein kleiner Trick. So, jetzt brauchen wir nur noch den Haken, den Köder und dann kann es losgehen. Und dann zeige ich euch in einem nächsten Video, auch sogar mal am Flipchart, wie ihr die richtigen Störstellen in eurem Gewässer auch findet und wo die besten Stellen hier beim Forellenpark Kaster sind. Den Link übrigens zu der Anlage, das ist meine Lieblingsforellenseeanlage zu Stör- und Forellenangeln, findet ihr unter dem Video. So, jetzt zu den Haken, was braucht ihr hier? Ich verwende hier ganz gerne ganz normale rundgebogene Karpfenhaken. Vorfachstärke 0,35 mm, 70 cm Vorfachlänge. Das ist jetzt hier eine Größe 1, aber ich gebe da nicht viel drauf, Größe 1 oder Größe 2, das ganz steif zu sagen, weil das fällt von Marke und Hakenart zu Hakenart immer unterschiedlich aus. So, das heißt, guckt euch einfach die Haken an. Wenn ihr eher Großstörer habt, dann solltet ihr noch größere Haken nehmen mit einem noch größeren Bogen. Ansonsten werdet ihr sehr viele Fehlbisse haben. Und wenn die Störe so wie hier so eher im Durchschnitt 80 cm bis 1,20 m sind, dann ist das so die optimale Größe. Wieder hier rein. Zack. So, ganz wichtig Leute, Müll auch immer wieder sofort in die Tasche. Nicht Schnurreste oder Papier oder sonst was hier hinschmeißen. Ich weiß, das ist eigentlich klar für sehr viele. Aber trotzdem, es ist ja immer einfach und bequem, mal schnell seinen Müll hier so liegen zu lassen. Aber ich habe schon leider zu oft mal eine Ente oder ein Vögelchen mit einem Haken irgendwie im Flügel gesehen. Und das ist natürlich, das bricht einem das Herz. Und richtige Angler, wahre Angler sind auch Naturschützer, weil wir wollen natürlich auch übermorgen noch was von unserem Sport, von unserem Hobby haben und von der Natur. Deswegen immer alles wieder direkt wegpacken, in die Angeltasche erstmal provisorisch oder habt immer eine Mülltüte dabei. Fertig. Weil ihr wollt ja auch, wenn ihr das nächste Mal ans Gewässer geht, einen sauberen Platz haben. Aber das nur mal so by the way. Ich denke, das ist klar. Also, so sieht die Montage aus. Achtet nochmal drauf, dass der Wirbel ordentlich hält. Testet das Ganze. Guter Knoten. Auch nochmal schön testen alles. Hier rundgebogene Haken. So sieht die Posenmontage aus. Ganz einfach hier eine 3 Gramm Laufpose, ein Gummistopper. Ihr wisst jetzt, wie die optimale Montage aussieht. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, wenn ihr Detailfragen habt, schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir ein Like, lasst ein Abo da, dann erfahrt ihr noch viel mehr. Macht's gut, viel Spaß am Wasser, euer Hubertus von Fishing King.